Ja, herzlich willkommen auf der Map Yasuo. Wir sind mal so ein bisschen im Holze. Was suchst du in dem Holze, sprich? Suchst du einen Bock? Oder was? Oder nicht? Also ein kleines bisschen rumfummeln. Kleines bisschen Geduldsspiel machen, also. Das ist nämlich ganz schön formelay, muss ich sagen, mit so einem Kran. Ja, macht alles kaputt. Alles macht er kaputt. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh Gott, oh Gott. Das ist, wenn man einfach zu viel Knöpfe hat, ne? Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, hatte mir mal überlegt, so einen Doppel-Joystick anzuschaffen, also praktisch rechts und links einer, so wie im realen Leben, auf dem Bagger oder eben auch hier. Solche Geschichten macht man ja auch mit so einem, im Prinzip mit einem Doppel-Joystick. Ich habe mir sogar schon aufgeschrieben und beziehungsweise auch nachgesehen, wie so die Euro-Steuerung eingestellt ist, ne? Welcher Hebel, welcher Knopf für welchen Arm, welche Richtung ist. Aber ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Man muss ja vorbereitet sein, wenn man sowas macht. Aber wie gesagt, ja. Hey! Was ist denn jetzt so? Genau. Ich habe jetzt die ganze Funktion hier nur auf einem Joystick liegen und auf die ganzen Knöpfe verteilt. Und manchmal komme ich da so ein bisschen mit meinen dicken Wurstfingern, ne? Ja, dann soll ich etwas ins Rotieren. Weil ich dann mal wieder einen falschen Knopf erwische, dann geht die Zange versehentlich auf und solche Geschichten halt wieder zu ist. Man kennt es ja. Falsche Richtung. Hallo. Habe ich jetzt nur doof oder was? Kommst du da wohl runter? So. So ist fein. Ich könnte es auch einfacher machen. Ne? Ich hätte ja den LKW wieder hinstellen können und mit dem Radlader verladen. Aber ich wollte aber so ein bisschen umständlich machen. Mache ich ja nicht so oft. Und wir haben doch Zeit.
Oh, nee, so nicht. So. Höchste Konzentration. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass ich zwei mitkriege. Hat sich der dicke Onkel ein bisschen vertan. So, mein Gutster. Oh, ich glaube, wir machen jetzt erstmal vorne bei der. An die Motorbahn. Na, du drehst du dich denn wohl, du? An die Motorbahn gehen. Kriegen wir da wo was? Das hat mir gut geht. Drei Stück? Ich werde ja verrückt. Das konnte nicht gut gehen. Das war klar. Das wäre ja was gewesen. Damit wären wir ja ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Eigentlich. Quasi. Hey! Nein, falsch. So. Beiden liegen. Den Johnny müssen wir jetzt mal eben da wegholen. Weil sonst gibt das Komplikationen. Und das wollen wir nicht. Guck mal, wie schön. Mein Gott, als wenn ich es hätte extra so machen wollen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Das war ein Griff ins Leere. Hallo. Hello again. Lass uns wieder ins Gehölze gehen.
Ei. Siehst du dort unter dem dichtesten Fichtendickicht die dicken Fichten, wie sie nichten? Ja, oder so ähnlich. Aber wie war das? Nein, unter dem dichtesten Fichtendickicht nicken die dicken Fichten. So war das. Genau, so das musste man früher dann dreimal schnell hintereinander sagen. Nein, 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 nicht also. Hallo. Falsch. Sodele. So könnten wir uns einigen. Schnulli. Nein, so. So. Alles nicht so einfach. Nichts aufmachen. Also das mit dem. So, genau, so muss er. Ah, wie gesagt, das ist ne, mit dieser Belegerei mit den Knöpfen schon nicht ganz so einfach. Warum dreht er sich nicht mehr? Einmal komplett drehen oder was? Na, was ist denn los? Er ärgert mich. Der mag mich nicht, der will mich ärgern. Finde ich doof. Na egal. So. Nein. Immer schön cool bleiben. Das ist echt ein Geduldsspiel. Ne? Das müsst ihr mal versuchen, wer das noch nicht gemacht hat. Also da muss echt, ne? Muss echt cool bleiben. Cool geschützt. Genau, cool bleiben. Sonst wird das überhaupt nichts. Nicht einfach. Gar nicht so einfach. Das Blöde ist einfach, dass du an diesen alten Rummeln dann hängen bleibst mit der Zange. Ne? Hopsala. Aber hilft ja nicht. Das Holz muss hier weg. Und warum auch nicht sowas, ne? Letzte Folge haben wir nur den Samen in die Erde gesteckt. Dann machen wir jetzt einfach mal nur ein bisschen mit Holz. Ist ja auch nicht verkehrt. Huch! Ey! Na! Ein Geduldsspiel.
Das ist ja auch ein bisschen blöd gemacht von Giant, sag ich mal, dass du, wenn du die Tastenbelegung machst, das ist ja nicht angegeben, ich glaube im 11er war es, bei 13er weiß ich nicht, da war genau angegeben, hier, was weiß ich, Teleskopladerarm hoch, Kranarm hoch, Kranarm runter, vorderer Arm rauf. Das hast du ja hier nicht mehr. Hier steht ja bloß noch Werkzeug drehen, Frontladerwerkzeug heben, senken, Frontladerwerkzeug öffnen, schließen. Du musst ja immer raten, für was für ein Gerät das ist. Ne? Und gerade wenn das hier jetzt für diesen, für so Greifer ist, egal ob es jetzt hier der Scorpion King ist oder der Ponse hier, sage ich mal, ist einfach blöde. Du kannst es nie. Du musst immer nur testen. Dann stellst du was ein, dann musst du wieder ins Spiel, musst gucken, ob du das richtig gemacht hast. Also das, was du haben wolltest, das ist schon nicht so schön. Das fand ich früher schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl natürlich, klar, wenn du jetzt hier den nimmst und guckst dir damals halt vom 11er an oder auch vom 13er, da liegen ja Welten zwischen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also das ist natürlich ganz klar. Aber wie so gewisse Dinge, die waren einfach da, fand ich besser Geld. Es gab auch noch nicht so viele Maschinen, muss man natürlich auch dazu sagen. Im 11er hat es ja noch nicht so viel. Ich hatte die Zange eigentlich aufgemacht, Schatzelein. Sag ich doch. Ja. Oh. Ja. Dann machen wir etwas nachholen hier. So sollte es gehen. Nächste. Na, das ist so nix. Ich krieg nicht ganz dahin gelegt. Wir kriegen ihn schon. Wir werden den Schwein schon kriegen. Ist der. Muss ich den nur noch wieder hochkriegen. Ja, das ist eine Seuche, ne? Das ist auch so ein Phänomen hier.
Hoppala. Manche Sachen nur. Nee, nee. Muss man nicht verstehen, kann man nicht verstehen. Ja, klar. Der muss sich natürlich dann da so quer drüber legen, dann logisch. Ganz hervorragend geladen. Hoi, 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 hoi. Na? Guck mal, der gehört doch, hast du da dahin gehört, oder? Wollte den eigentlich da so direkt dran liegen haben. Hat ja schon fast gelegen, ne? Heieieieieieiei. Ja, egal. Wenn voll, der voll, dann bleibt der Rest hier liegen. Oh, egal. Ein Stamm, der gerade beim Anhänger runtergefahren ist, den kriege ich jetzt sowieso nicht mehr. Der muss eh da liegen bleiben. Den kann ich nicht mehr kriegen. Das ist definitiv. Na. Ach genau, so soll es sein. Wisst ihr was? Das lassen wir so. Wir wollen mal nicht übertreiben, ne? Wir klappen das ganz Krödelzammer. Auf die Transportstellung. Jojo. Zack. Zack. Auf geht's, Burm. Das ist ja nicht wahr, oder?
geht doch. Auf, Kameraden, wir fahren zum Säische Berg. Das bringen wir mal weg. Ist das nicht schön? Ich kann in den Spiegeln gar nichts sehen, aber ist egal. Aber gefährlich. Ich habe gerade gesehen, der Anhänger hat sich aber ganz schön in eine Kurve gelegt. Wenn wir uns mal aus der Perspektive angucken. Holla, die Waldfee. Ja gut, ich meine, er hat auch schwer geladen. Ne? Darf man ja nicht vergessen. So, Achtung, Attenzione, please, Dingens hier. Blitzer. Wo Strauch ragt in Straße, Blitzer. Und du weg hier sonst, Matsche. Oh, Halleluja. Hat der Jan, der alte Lümmel, da einfach einen Blitzer hingestellt. Und der ist so teuer. Also, der Strafe für ihn. Verstehst du? Das kostet richtig viel Geld. Hallo. Was ist jetzt schon wieder? Tütü, tütü, tütü. Ja, gespannt, was ich für den Zug voll kriege. Stehen bleiben, bleibst du stehen, kein Quatsch. Und da war er platt. Da war er platt. So, dann schauen wir mal, was uns Jupp dafür gibt. Lattenjupp. Kennst du Lattenjupp? Lattenjupp ist der Bruder von Balken Erwin. Ist klar, gell? So, Leine ab. Da auch Leine ab. Und dann schauen wir mal. Katzing. 49,5. Naja. Geht, ne? Da kann man beleben. Aufpassen, nach vorne schauen, mitdenken, da ist das Loch, wo wir raus müssen. Ey, das ist... Hallo? Was soll dieses? Der doofe, der Birne? Wieso hat er den nicht abgeladen? Bloß gut, dass es heute Morgen Spinat gab. Nee, 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 nee. Da lädt ja ein Stamm nicht ab.
Das hätte doch derjenige welche sein können, der mich hätte reich machen dürfen sollen. Unglaublich. Tschüss. So, jetzt aber zurück zum Ort des Geschehens. Hoppala, hoppalalalala. Alles klar. Sorry. Den Greta-Town darfst du nur 30 fahren, der wegen der Umwelt, weißt du? Aber Feuerwehrwagen von aus den 60er Jahre, 50er, 60er Jahre. Ja, 50er muss man auch sagen, der mit der Haube. Der Deutz. Total umweltfreundliches Fahrzeug. Ganz top. Jetzt kommt wieder der Pipi-Brunnen. Plätscher, Plätscher. Hoppala. Jetzt kommt der Blitzer. Man möge Obacht geben. Der ist 30, gell? Also ich habe festgestellt, du kannst hier nicht zu Fuß durchlaufen. Das ist komplett dicht, da kommst du nicht vorbei. Entschuldigung, mein Freund, aber ich hab's eilig. Auf mich wartet der Wolf. Der Borkenkäfer ist halt, ne? Also der wartet also ganz dringend. Ja, ja. Wir haben's denn mal eilig. Dann lohnt nicht mehr. Hopsi. So, dann lassen wir den mal erst hier stehen, glaube ich. Alright, alright, okay. Aua! Der ist da. Ja, guck mal, die Zwillingsbereiche haben wir eigentlich auch wieder abmachen können, ne? Die habe ich da noch drauf vom Silage festfahren. Weiß Bescheid, wa? Oh, der Rest wäre mit, da passe ich da gar nicht rein, oder? Haha, wisst ihr? Das geht nicht, das geht nicht. Also. Was sagt uns das? Die müssen wieder runter. Werkstatt. Gut, dass wir hier eine Werkstatt haben. Konfigurieren. Standard. So. Konfigurieren. Jawohl, ja. Man wird das kaum glauben. Jetzt passe ich das Witschken.
Ja. Oh, den nehmen wir mit. Einen noch. Ja. Jetzt halt, ich habe den Radlader festgefahren. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Stamm hier. Was ist denn wahr? So, ihr Lieben, das war die gehölzerte Folge. So, wunderbar. Gleich mal einen Kaffee. Jetzt mal hinsetzen hier. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin. Tschüss.